nicht. Du schaffst das. Was ist, wenn ich da stehe und keinen Ton rausbekomme? Hey, du gehst da jetzt raus und zeigst ihnen, wie gut du bist. Du hast recht. Er ist einer der Top-Gründe für mich, bei TikTok reinzuschauen. Ich feiere, was er tut und das schon sehr lange. Herzlich willkommen, Helge Lodder. Wie geht's dir und wo bist du? Ja, hi. Mir geht's gut. Ich bin in meiner Wohnung in Wien. Und ich nehme an, aus TikTok-Gründen ist dein Hintergrund gerade grün. Ja, sozusagen. Also, damit ich das dann halt später mit dem Handy, ich nehme das ja mit dem Handy auf und dann hätte ich das noch ein bisschen anderen Hintergrund bearbeiten und bei TikTok bin ich auch immer mit dem Greenscreen unterwegs. Du machst natürlich noch ganz, ganz viel mehr, aber zuerst schauen wir mal in eins deiner TikToks rein. Ich will professionelle Tänzerin werden. Judy Spatz, ich kann nicht mit ansehen, wie du dein Leben wegwirfst. Ich will tanzen. Jedes Jahr bewerben sich hunderte von Mädchen bei unserer Academy. Fehlt sämtliche Technik, aber ich habe noch nie so eine Begabung gesehen. Ich hab's geschafft! Tendu, pas de bourrée, assemblée, pirouette. Schlampig. Ich geb mein Bestes. Dein Bestes ist nicht gut genug. Mein Knöchel. Ups, so wird sie die Abschlussprüfung wohl nicht schaffen. Dad hatte recht, ich schaff das nicht. Hör nie auf, an dich zu glauben. Bestanden! In deiner Prüfung saß der Meister des Nationalballetts. Er will dich zum Vortanzen einladen. Ich fass es nicht! Oh, jede Tanzserie, Be Like, ich liebe deine Serien. Ja, da steckt, man merkt vor allem, wie viel Liebe da drin steckt. Und ich glaube, der Fakt, dass du eben Schauspieler und Musical-Darsteller auch bist, hilft dir da, dich da nochmal ganz anders reinzufühlen, oder? Ja, total. Also es ist ja auch vom Spiel sehr karikiert, überzogen. Und trotzdem hilft mir da die Schauspielerei total. Das ist auch irgendwie voll mein Ding. Ich liebt es halt, mich auch über Sachen lustig zu machen, auch über mich selber. Und Schauspielerei war schon immer meine größte Leidenschaft, sage ich mal. Weil so als Sänger bin ich da jetzt nicht so bekannt auf TikTok. Habe auch schon ab und zu mal was gesungen, aber man merkt auch, dass die Community Schauspielparodien lieber mag. Und das macht mir auch richtig Spaß. Und ich liebe es auch, wie du mit deiner Stimme arbeitest. Ist immer, generell, wenn du dich eindrehst und in die Kamera lächelst, das ist immer wieder ein Fest. Ich frage mich, wie viele Perücken hast du mittlerweile? Oh, das werde ich oft gefragt und irgendwie vergesse ich es jedes Mal. Ich habe jetzt auch wieder eine neue gekauft. Aber ich glaube, so, es müssten jetzt 14 Stück sein. Und mit welcher Perücke hat alles angefangen? Ich glaube tatsächlich mit der Ombre-Perücke, die von schwarz, also die hat nur so einen schwarzen Ansatz und geht dann in so ein Grau direkt, so ein Silver. Die habe ich, glaube ich, als allererstes gehabt. Oder die mit dem Pony, die Main-Character-Perücke sozusagen. Die braune, aber die ist auch schon so durch jetzt. Die benutze ich eigentlich kaum noch, weil die so, zerstört ist. Auf TikTok hast du mittlerweile über 22 Millionen Likes, über 520.000 Follower. Helge, ist das überhaupt begreifbar? Ich mache mir da gar nicht so viele, keine Ahnung. Also ich fühle mich jetzt auch nicht unbedingt Fame. Ich kann das auch nicht so richtig begreifen. Also manchmal sehe ich die Zahlen und stell mir vor, wie viele Leute das sind, die jetzt mein Video geguckt haben. Aber irgendwie, da das alles online stattfindet, das hat deswegen auch irgendwie immer so eine Distanz. Also es ist halt anders, als wenn ich auf einer Bühne stehe und da real Menschen sind. Dann habe ich halt ein Gespür dafür. Aber so sind das irgendwie Zahlen. Und je nachdem, wie du darüber denkst irgendwie, aber du spürst es halt nicht. Erfolgreich bist du natürlich auch nicht nur bei TikTok vor der Kamera, sondern du bist auch bei Wir sind jetzt dabei. RTL 2, mittlerweile 3 Staffeln. Und da hast du ja eine, wie ich persönlich finde, sehr wichtige Rolle. Wen spielst du? Ich spiele Hannes/Hayley. Oh, das sind ja jetzt krass viele Informationen, die du rausgehauen hast. Ich komme jetzt gar nicht hinterher, mir das alles zu merken und zu verarbeiten. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr über diesen Menschen sagen. Ja, na klar. Hannes, beziehungsweise eigentlich Hayley,
ist ein Transfrau, ein Transmädchen, die ja quasi noch nicht als Transfrau geoutet ist und in neue Clique gekommen ist in der Schule, die alle super cool sind. Und ja, es geht eigentlich um eine Liebesgeschichte zwischen Hayley und Ariel. Und ja, diese Liebesgeschichte beziehungsweise das Leben auch von Hayley ist halt erschwert durch die Transidentität und beziehungsweise ja dem Hindernis, dass sie halt biologisch in einem ja mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren ist. Und ja, da geht es so ein bisschen um den Outingsprozess und um diese Liebe mit Ariel. Und ich glaube, eine der krassesten Szenen für die Zusehenden, wie aber auch für dich, war natürlich der Moment, als sich Hayley vor ihren Eltern geoutet hat und sie sagte damals, ich bin trans und ich möchte ab jetzt Hayley genannt werden. Was glaubst du, wie wichtig ist es, dass Leute heute sowas im Fernsehen sehen? Ich glaube, dass es für die Trans-Community total wichtig ist, weil man als queere Person immer Vorbilder braucht, immer Role Models und auch in den Medien Figuren braucht und auch natürlich SchauspielerInnen, die einen repräsentieren, die einen, mit denen man sich auch identifizieren kann. Und das hilft schon viel, gerade wenn man noch jünger ist und man sich irgendwie falsch auf der Welt fühlt, nicht verstanden, man sich selber noch nicht richtig versteht und dann irgendwie so eine Geschichte sehen zu können mit jemandem, der das Gleiche durchmacht, ist einfach ja super hilfreich. Bei Transpersonen kann ich das jetzt natürlich nicht beurteilen, aber als homosexuelle Mensch kann ich das natürlich aus der Perspektive so von mir auch erzählen. Genau, und einfach, dass mehr für die anderen Menschen, also für nicht queere Menschen, ist es genauso wichtig, dass sie sich das angucken, um ja das auch ein bisschen vielleicht mehr verstehen zu können, wie sich das anfühlt und wie schwer man das auch irgendwie hat, was für ein Hindernis das ist, irgendwie man selbst sein zu können, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die halt komplett anders tickt. Und ja, so dass man halt, dass wir halt alle vielleicht uns ein bisschen annähern können, auch durch solche Formate, denke ich schon, dass es dazu beiträgt. Definitiv. Wie bist du damals zu Wir sind jetzt dazugekommen? Reguläres Casting oder haben die gesagt, Helge, wir hätten dich gern? Nee, tatsächlich war das ein reguläres Casting. Ich habe die Ausschreibung über eine Kollegin bekommen, bei einem anderen Job, den ich gerade gemacht habe. Es war ganz zufällig und dann habe ich mich beworben, wurde nach einem E-Casting, also einem über Videocasting quasi auch live eingeladen, hatte noch mal zwei Runden und bin dann genommen worden. Und das erzählst du hier so ganz gelassen, ohne ein Lächeln. Schön. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist irgendwie, es klingt so einfach, aber es war wirklich in dem Moment, es hat alles irgendwie geflutscht. Die dritte Staffel ist durch, können wir uns auf eine vierte freuen? Darfst du was verraten? Kannst du was verraten? Ich kann leider nichts verraten, weil ich selber nicht weiß. Also bis jetzt gibt es keine Infos über eine vierte Staffel. Es war auf jeden Fall zwischendurch mal im Gespräch, aber durch Corona natürlich auch verschiebt sich alles so ein bisschen. Und ja, da werde ich dann irgendwie, vielleicht werde ich noch mal was hören von der Produktion über eine vierte Staffel, aber das kann ich nicht sagen. Bei Wir sind jetzt war es tatsächlich nach der ersten Staffel auch sehr lange ruhig und dann kamen plötzlich Staffel 2 und 3 gefühlt hintereinander weg. Da gibt es noch ganz viele andere tolle Charaktere und deswegen drücke ich die Daumen, dass ihr da weitermachen könnt. Du hast ein weiteres TikTok von dir, ist jede schwule Side-Story in Highschool-Serien. Das möchte ich euch auch nicht vorenthalten, hier bitte. Es ist nicht so einfach, der einzige Schwule an der Schule zu sein. Hey, Schwuchtel! Ah, ups. Willst du dich an mich ranmachen oder was? Dann schlag mich doch, hä? Was ist dein Problem? Wenn irgendjemand erfährt, dass ich schwul bin, dann bist du dran. Es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Ich werde dir niemals verzeihen können. Ich verzeihe dir. Habe ich geliebt, habe sehr gelacht. Hast du so eine Liste all der Dinge, die du unbedingt noch machen willst? Oder kommt das dann und du sagst, geil, das setze ich sofort um? Manchmal setze ich mich wirklich hin und überlege, was ich noch so machen könnte. Aber oft kommt es eigentlich
irgendwo spontan als ein Gedanke und dann schreibe ich mir das aber auf. Also ich habe tatsächlich eine Liste mit Ideen, weil mir in den komischsten Momenten irgendwelche Ideen in den Kopf kommen und ich die dann auch schon öfters vergessen habe. Und um das zu vermeiden, habe ich dann halt eine Liste. Ja. War damit bei TikTok anzufangen eine Entscheidung aus Langeweile oder eine ganz bewusste? Eine Mischung so ein bisschen, ehrlich gesagt. Also bewusste Langeweile. Ja, also ich hatte halt nicht wirklich einen Job letztes Jahr wegen Corona. Es ist natürlich viel so, ich hatte natürlich auch Glück, weil ich dann zwischendurch auch immer Jobs bekommen habe, aber ich hatte halt auch viel Zeit und ich bin ein sehr aktiver Mensch und probiere gerne neue Dinge aus und habe dann halt, am Anfang der Pandemie habe ich zum Beispiel nähen gelernt und habe mir so eigene Klamotten angefangen zu nähen und so. Und dann dachte ich, nee, jetzt brauche ich was Neues. Und dann habe ich halt TikTok ausprobiert und dachte, das ist doch irgendwie cool, das ist eine neue Plattform, das funktioniert irgendwie anders. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen ausprobiert und irgendwann auch so ein bisschen gefunden, was gut funktioniert und was gut zu mir passt. Und dann ging es irgendwie alles ziemlich schnell, dass ich dann da richtig eingestiegen bin. Ich danke euch, aber um ehrlich zu sein, verdiene ich diese Krone nicht. Ich bin nicht die, für die ihr mich haltet. Ich stehe nicht auf Trendkost, Cheerleading oder fancy Kleidung. Ich hab euch und mir selbst was vorgemacht. Aber wozu? Für ein Stückchen Plastik? Ah. Sie hat es zerbrochen. Wie wär's, wenn wir sie uns teilen? Ein Stück für die Streberin. Danke. Ein Stück für das hässliche Entlein. Danke. Und ein Stück für die Bitch, die ich fertig gemacht hab. Oh, mein Auge! Wir alle sind heute Prinzessinnen. Und wir alle machen mal Fehler, schätze ich. Da fällt mir ein, ich muss noch was in Ordnung bringen. Und ich hoffe, du bleibst da noch eine ganze Weile und machst weiter mit dem, weil wirklich, ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ich dich sehe und frage mich, wie viel Helges es diesmal wohl in einem Bild gibt, wer sich als nächstes in die Kamera eindreht und lächelt. Ich lieb's richtig, richtig hart. Und ich freue mich, dass du zu Gast warst. Helge Lodder zu Gast in der Web-Talk-Show. Vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Ich bin gespannt, was das gleich sein wird. Du hast noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein und ihr alle könnt mit voller Wucht dazu beitragen, dass das so ist, bleibt und noch besser wird, indem ihr zum Beispiel einfach helft, so wie Helge, Leute zum Lachen zu bringen. Das ist nämlich ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn es dir gerade gut geht, ist das wundervoll, aber es gibt Menschen, denen geht es gerade nicht gut. Und wenn ihr dann eben Sachen sehen, die ihre Stimmung erheben, ist das wundervoll. Deswegen, wenn ihr das machen könnt, macht es. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr zur nächsten Web-Talk-Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Helge Lodder. Bis dann. Ich möchte mich einfach nur einmal kurz bedanken bei all den lieben Menschen in meinem Leben, meiner Familie, meinem Freund, meiner Schwester, dass ihr alle so toll seid. Und ja, Grüße gehen raus, Liebe geht raus.